Da hätte ich jetzt eine Facecam gebraucht. Holy shit. Bitte sag mir jetzt nicht, ich muss alles von vorne nochmal. Bitte nicht. Ich hoffe mal nicht. Das war jetzt echt mies. Kommt das Ding einfach, so verschwindet und kommt es einfach auf mich zu. Na gut, komm, verschwind. Ich wollte eigentlich nachschauen, ob ich jetzt alle Leute nochmals finden muss. Hier liegt jetzt zum Beispiel niemand. Sonst hätte ich jetzt gerade echt keinen Bock. Ich irre hier einfach im Zeug herum und finde gar nichts. Also, ja. Okay, ne, die 5 sind noch hier. Aber eben, wie finde ich die letzte Person? Und wer ist die letzte Person? Und wie finde ich die Reihenfolge raus? Fragen über Fragen. Jetzt bin ich auf dieser Seite. Ich könnte jetzt hier durchgehen. Hier lag ja vorher jemand. Die Person ist nicht mehr da. Oder ist die letzte Person vielleicht... Nee. Die Mutter wollte ich sagen, aber glaube ich irgendwie nicht. Und hier lag auch jemand. Auch jemand. Jetzt bin ich eigentlich wieder ziemlich am Anfang. Ich finde das Rätsel irgendwie doof. Ich kam irgendwie die ganze Zeit E-Mails rein, die mich hier gestört haben. Auch jemand. Vielleicht eben doch die Mutter, die oben im Fahrstuhl liegt. Oder einfach Try and Error. Kreis und M, das ist klar. Er ist nicht tot, der ewig liegt. Der Gott der Uhrzeiten. 1, 2, 3, 4, 6. Der Gott der Uhrzeiten hat die Zeit besiegt. Lasst öffnen uns das alte Tor und schleifen. Und des Wächters Blicke in die Ferne schweifen. Ruft unserem Gott den einzig wahren. Er, der nicht sollte sein, trägt einen Namen. Hier haben wir etwas, was wie ein Auge aussieht.
auf der zweitletzten Stelle. Okay, ich glaube, ich sehe es. Stern ist F. Der Stern ist das F. Ist das das? Ja. Dann Kreis ist ein Z. Dreieck ist ein Kreis. Dann Viereck ist ein Z, habe ich schon. Kreis ein Z. Stern. Du bist das Eurozeichen. Dreieck. Ein Kreis. Den war das F. Kreisen Z. Vierecken Z. Dreien Kreis. Müsste eigentlich stimmen. Den F. Das ist ein Eurozeichen. Ein Kreis ein Z. Dreieck ein Kreis. Vielleicht oben das M. Unten abgeschnitten ist, also auf dem Blatt. Hä? Ich check's nicht. Dreieck Z Z F. Kreisen M. Kreisen M. Könnt jetzt mal umgekehrt machen. Hier oben Kreis und unten das M, was es das gibt. Okay. Ich hab's geschafft. Was passiert jetzt? Holy shit! Hentai Dreams are true. soll ich abhauen? Ist das richtig? What the fuck? Fuck this shit, I'm out. Nah. What the hell is going on? Das hat jetzt eine Wendung genommen. Der Fluch des Seemonsters. Das henochische Necronomicon. Die Eisenerzbergarbeiter haben es endlich gefunden, doch nicht alle von ihnen wollten sein Ritual durchführen. Das Seemonster Gnai beschwören. Ein Bergarbeiter bemerkte, dass das Ritual Gnais Flut
auf diese Welt entfesseln würde. So hatte der Bergarbeiter keine andere Wahl, als die anderen mit magischen Eltdown-Scherben zu erstechen. Gnei verfluchte daraufhin den Bergarbeiter, der nun die Mine durchstreift, dazu verdammt, andere daran zu hindern, seine Monster zu beschwören und die Welt für immer zu überfluten. Ethan, I told you to stay out. God damn it, look, it's dangerous in here. I'll read your story later. Okay? And, please don't tell your mother I'm in here. All right? Okay, now, you go. Get back home. What the actual fuck was das? Okay, das ist das, was ich jetzt gerade gelesen habe. Das war der Bergarbeiter, der verflucht war, der uns hier daran gehindert hat eben. Und jetzt ist das abgeschlossen. United States Patent and Trademark Office. Bitte um Stellungnahme. Sehr geehrter Mr. Carter, das amerikanische Patent- und Markenamt hat Ihren Brief vom 27. Januar 1973 bekommen, dem Sie um weitere Stellungnahme bitten, weshalb Ihr kürzlich eingereichtes Patent 527F2D von diesem Amt abgelehnt wurde. Wie wir schon in unserem letzten Brief erklärt haben, wurde das Patent aufgrund der Verletzung eines bereits existierenden Patents abgelehnt. In den letzten 16 Wochen haben wir über 4 Dutzend angeforderte Patente von Ihnen dokumentiert. Keines davon ging durch und auf alle haben Sie bestanden. Mr. Carter, wir würden diese und zukünftige Angelegenheiten gern als erledigt betrachten. Mit freundlichen Grüßen. Was für ein Patent. Dale, schaff dein Zeug aus meinem Keller. Bring es zur verdammten Müllhalle. Ich habe es so satt, auf dem Weg zur Waschmaschine über dein misslungenes Leben zu steigen. Ich meine es ernst. Entweder es kommt weg, oder ich verbrenne es. Familienprobleme, irgendwelche Patente, die nicht durchgekommen sind, und die Mutter. Wait. Die Mutter war ja hier auf diesem Stockwerk, oder? Haben wir jetzt da vielleicht irgendwie weitere Informationen dazu? Oder die Spitzhacke, die wir endlich jetzt untersuchen können. Und damit können wir jetzt das Schloss hoffentlich zerstören. Und uns die Mutter anschauen. Was auch immer mit der passiert ist. Können wir nichts. Mit dem Schloss können wir nichts machen. Damit können wir auch nichts machen. Können wir die Spitzhacke hier zurücklegen?